Welcome back to another German Food Review and it's Leberkäse-Time. Liver Cheese or Leberkäse, sächsischer Art, so Saxon style. What's the difference between that stuff and Bavarian stuff? Here is actually Schweineleber in there. So pork liver, 24% and 60% Schweine, pork meat, right? Schweinefleisch. And seasoning, right? Yeah. From made by Eberswalder and this from... Yeah, I bought the stuff in Lidl for 89 cents, 125 gram, that's one serving, I would say. One serving, yeah. And 255 calories per 100 grams, so a little more. 2% salt, nice. Protein and fat, of course. Yeah, the more fat, the creamier. Yeah? 89 cents in Lidl, and I got a little more stuff. Right, bread and the coffee. I lost the bill for that one here, but that's an Americano, right? Americano with 5 shots for €2.99 because they were out of coffee. Yeah, that's quite late. And here's bread. Bread and butter, of course, you need it. But you can eat it like that if you like. From Lindner, of course, tasty bread. Here's butter, 30 gram of butter. I think they have increased the price. No, it's 35 cents, okay. And 130 gram of very tasty bread. Yeah, look at that. Yeah, that's really tasty bread, man. Isn't that? Smells really good. And I got a little more stuff. I found this in Aldi. Dried tomatoes, just for fun, just to add a little more stuff. Right? It's made in Italy, actually. Hergestellt in Italien. So made in Italy. Look at this amount of salt. 12% of more per 100 gram. Nice. Yeah, this here, €1.60, right? Just a few pieces. Okay, I have to prepare that stuff here. Back in a sec. So, here it is. Here is the liver cheese or Leberkäse. Close-up sniff test. Yeah, no idea how to describe it. It just smells like Leberkäse. No idea, but this here is nice. There's quite a lot of that stuff in the bag. I don't think you can finish the whole bag. That's too salty, but it's really dry, it's not oily or so. That's a very nice snack. Yeah, very salty, extremely salty. But okay, it's all about the liver cheese here. So, let's start. Go away. Dry tomato bag. We need a piece of very tasty bread. And of course, butter, salty butter. From Lindner, also very tasty. Or maybe that's not enough. And you have to fill up those holes. And it's proper. Okay. How many slices? 2, 4, 6, 7, it seems. Okay, 3. Yep, 2 per bread, right? Oh, you can't see anything. 2 per bread. And 1 for testing. This one here. Listen. Okay, yeah, consistency test. Okay, you're a little smooth. No pieces, please focus. Leberkäse. Okay, let's try this with bread first of all. Here we go. Yeah, very tasty. This Leberkäse is just tasty. Salty, meaty, very nice flavor. Oh yeah, and the bread is excellent too, right? So it's a very good combination. And this here is a very nice service. One shot extra and an Americano for price of a drip coffee. So I saved, I think, €1.20 or so. Okay, let's try it. Post, coffee and bread is awesome. Yeah, very strong,
caffeine for the whole cup, 375 milligram. Yeah. Leberkäse, here we go. Bread and coffee, nice. Yeah, if you see something like that here, Saxon style, try it out. That's nice, really good stuff. Here we go. Nice piece of bread, tasty butter, and then you got a good meal. Here we go. Okay, let's add a little bit of salt. Yeah, it sounds a little strange, I mean pork, liver and so on, but flavor is excellent, very good. Okay, let's steal a little bit from the Germans, right. 30 gram of butter, so 10 gram per slice of bread, that's good. Let's put this on here. Okay. And let's, oh, can I cut this somehow? Maybe this way here. Okay. Not so nice anyway. Here we go. Yeah, just nice. Eberswalder. Yeah. It's a nice company actually. A while back they offered raw minced pork, and this was also quite nice and super cheap, like 3 euro 1 kilogram. Or no, half a kilogram, 3 euro I think, something like that, but it's not available anymore, but this was also very tasty. Prost. Yeah, what is an Americano? That's not the iced version, right? That's the regular warm version or hot version. It's just 5 espresso shots with water, right? Warm water or hot water. Here we go. Oh, and coffee. Coffee and bread together. Here we go. Yeah, that rocks. Now salt, the salt kick. Yeah, rating is very easy and it fits actually. Nice. Yeah, definitely a big thumbs up. Would I buy this again? Yes. It's very tasty. Brits. Whatever. Here's the rest. One tiny sip more. Yeah, the coffee is nice too. I think this time it's not as roasty as the cold one. And nearly 400 milligrams of caffeine, which is nice. Okay, definitely a big thumbs up for this Leberkäse stuff here. The bread and the butter is, yeah, awesome. Very, very good stuff. And the coffee is also nice. And this here is also nice. That's a good snack. If you want a salty snack, dried tomatoes from Aldi. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Abendbrot. Und zwar Leberkäse sächsischer Art. Ja, der Unterschied ist zu bayerischen, dass da Leber drin ist, oder? Ja, ich glaube schon. Und Schweinefleisch 60%, Schweineleber 24%. Klingt jetzt nicht so lecker, wenn man sich das durchliest. Aber ja,
Leberkäse ist meistens lecker. Da ist noch Speck drin, Trinkwasser und so weiter. Ja, Kalorien ist jetzt gar nicht so hoch. 255, 2% Salz, 13% Eiweiß und 22% Fett. Ja, umso mehr Fett, umso cremiger. 125 Gramm, das finde ich eine sehr gute Portion. Das ist genau eine Portion. Das habe ich im Lidl gesehen. 89 Cent habe ich mal mitgenommen. Ja, den kannte ich natürlich schon. Eberswalder hier. Die haben auch mal Hackepeter hergestellt. Gab es im Norma, gab es den aber leider nicht mehr. Das war auch super lecker und irgendwie total günstig. Keine Ahnung wieso, aber es war super lecker. Konnte locker mithalten vom Metzger. Okay, dazu gibt es noch einen Kaffee und zwar von Starbucks. Denn, ja, ich bin da schnell hingefahren. Und ja, das ist schon ziemlich spät. Leider habe ich den Kassenbon verloren. Und das war kurz bevor die zumachen. Und da hatten die keinen Filterkaffee mehr. Aber Starbucks ist ja natürlich ein kundenorientiertes Unternehmen. Und da haben sie mir vorgeschlagen, Amerikaner zu dem, habe ich ja gesagt, für denselben Preis von einem Filterkaffee. Und ich habe noch gesagt, einen Shot extra bitte, for free. Ja, so, also ungefähr 1,20 gespart oder was auch immer, 1,30, ich weiß nicht genau, was ein Americano kostet, vielleicht auch 3,50, so, dann 1,30, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein sehr guter Service. Ja, und dazu habe ich noch was anderes, habe ich auch noch gefunden, im Aldi, getrocknete Tomaten in Stücken, original aus Italien, das habe ich im Aldi gefunden. Und hier ist kein Fett drin, das sind wirklich trockene. Seht ihr hier auch 2,5% Fett, aber 12% Salz. So, ihr könnt davon ausgehen, dass das salzig ist. Ja, habe ich mal mitgenommen. Und es passt wirklich gut dazu zum Leberkäse. Hervorragend. Okay, dann machen wir noch ein ganz bisschen drauf und dann können wir los naschen. Ja, und hier ist super viel drin. Esst mal den ganzen Tüte auf. Dann habt ihr eine Salzvergiftung. Okay. So, ja. Esst ihr Leberkäse, esst ihr sächsischen Leberkäse. Ich kenne sächsischen Leberkäse, oder zumindest steht da mal sächsisch drauf. Und das schmeckt immer lecker. Müssen wir mal gucken, wie der hier ist. Und das hier ist der Zerrupper. Der zum Zerruppen. Ja, so sieht's aus. Auch jetzt nicht so super hübsch, aber jetzt auch nicht so furchtbar wie irgendein Kochschinken oder irgendeine rote Wurst mit, weiß ich, da weißen Dingern drin. Wie auch immer, so sieht's aus, wenn man ihn zerreißt. Ja, ist ein bisschen stabil, aber keine Stückchen drin. Okay. Und ja, dann habe ich noch Brot genommen. Natürlich Brot und Butter, wie immer von Lindner. 130 Gramm Brot, 50 Cent, 30 Gramm Butter, 35 Cent. Ja, und man kann mit Pate bezahlen, das ist sehr nice. Okay, wenn wir mal hier das Brot zubereiten. Und ja, man muss natürlich die ganzen Löcher hier ausfüllen. Ansonsten macht das keinen Sinn. So zum Beispiel. So, 30 Gramm ist gerade genau ausreichend. Dann können wir zwei Scheibchen hier drauf packen. 7 Scheibchen waren insgesamt drin. Und hört mal zu hier. Okay. Ja, und hier haben wir noch ein fertiges Stühlchen. Okay, ja, das Brot hier ist richtig geil. Die Butter ist auch super. Mal gucken, wie der Rest ist. Here we go. Ja, das schmeckt einfach super lecker. Bisschen salzig, fleischig so. Die Butter ist auch hervorragend, passt halt super zusammen. Ja, das ist super Zeug. Kann man nur empfehlen, wenn man Fleisch isst. Man könnte auch ein schönes Schwarzbrot nehmen, aber dieses Brot hier ist extrem lecker. Und dazu Kaffee. Ja, 5 Shots. Was bedeutet das? 375 Milligramm Koffein. Und was ist ein Americano? Das hier ist diesmal die warme Version, sonst nehme ich immer die kalte. Das ist aber die warme. So, es sind einfach nur 5 Espresso-Shots mit Wasser. Okay, wir mal eingießen. Ein kleiner Schluck ist noch drin, okay. Und jetzt werden wir erstmal was trinken. Brot und Kaffee passt hervorragend zusammen. Prost. Ja, insgesamt ein leckeres Abendbrot. Here we go. Super lecker. Zum Glück, dass ich die noch gefunden habe. Schmeckt richtig lecker. Das ist so, wenn ihr einen Chipsersatz haben wollt. Das ist auf jeden Fall ein Chipsersatz, hundertprozentig.
Das ist richtig geil zu knabbern. Hat doch so eine geile Konsistenz und eine knubbelige, aber jetzt nicht so wie ein komischer Wing, sondern anders knubbelig. Sehr nice. Super Teig. Und das hier schmeckt richtig lecker. Prost. Ja, ist gar nicht so röstig diesmal. Schmeckt lecker, der Kaffee. Und ist auch gar nicht so super stark. Aber 5 Shots reichen auf jeden Fall aus, würde ich mal sagen. Man könnte vielleicht auch 6 nehmen, aber dann geht schon in die bittere Richtung. Das ist überhaupt nicht bitter. Here we go. Habt ihr eine Espresso-Maschine, dann könnt ihr ihn selber machen. Wenn nicht, kann man ihn nicht mal selber machen. Ja, Leberkäse ist einfach lecker. Sächsischer Leberkäse. Das ist einfach lecker, da gibt es gar nicht mehr anders zu sagen. Perfektes Aroma. Here we go. Ja, und das ist natürlich nicht kalt. Das lag hier ewig draußen rum, ein paar Stunden. Denn kalt würde ich das nicht essen. Da ist zu viel Fett drin. Kaltes Fett ist immer. Aber so, Raumtemperatur oder Zimmertemperatur, richtig geil. Ja, extrem salzig und ab und zu extrem tomatig, so richtig konzentrierte Tomate. Super Snack. Das kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, das hier ist definitiv ein Chipsersatz. Das hat auch weniger Kalorien. Wie viel? 211, so ungefähr die Hälfte von Chips, ein bisschen weniger noch sogar. Kostet 1,60. Aber ist nur so ein Angebot, glaube ich, aber ist super. Ja, nehme ich vielleicht noch eine Tüte, die legen dann noch rum. Das kann man immer mal so nehmen und zwischendurch snacken. Here we go. Spitze. Wunderbar. Und passt auch hervorragend zum Leberkäse, bin ich jetzt überrascht. Tomate und Leberkäse, ist das eine gängige Kombination? Oder habe ich hier irgendwas invented? Here we go. Ja, sehr leckeres Abendbrot. Alle. Ja. Kaffeearoma und Brotaroma. Hier richtig geiles Brotaroma. Und dazu Leberkäse, schön salzig. Sehr nice. Das Zeug würde ich auch auf Camera kaufen. Schmeckt richtig geil. Die machen anscheinend gute Wurst. Lieber Schweiler aus Britz. Ja, gute Packungsgröße. Besser als so 200 oder so. 100 wären gut. Aber okay. 125 geht auch. Here we go. So, das hat alles super geschmeckt. Das Brot ist exzellent. Also mehr als 100% auf jeden Fall. Mein Lieblingsbrot. Die Butter ist richtig lecker, schmeckt besser als die aus dem Supermarkt. Das hier schmeckt auch sehr lecker. Der Kaffee war auch sehr lecker. Und die Tomaten, die rocken. Lockern da auch noch rum für alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.